Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tomb Raider. Ja, an dieser Stelle möchte ich ganz schnell sagen, dass das hier nachkommentiert ist, weil ich leider vergessen habe, bei Fraps einzustellen, dass er auch mein Mikro aufnimmt. Das ist ein bisschen doof, dass es mir erst im Nachhinein aufgefallen, als ich schon gerendert und hochgeladen hatte und dann nochmal durchschauen wollte, aber das okay ist. Aber naja, wie gesagt, jetzt hier nachkommentiert. Ich hoffe, das stört euch nicht und ich werde auch versuchen, das so unauffällig wie möglich zu machen. Ja, ich musste das hier nochmal nachspielen, weil der ja vor dem Kampf gespeichert hatte und nicht nach dem Kampf. Aber ich denke mal, dass ich das einigermaßen so wieder hingekriegt habe, dass man das nicht merkt, dass wir den Kampf nochmal gemacht haben. Und jetzt versuchen wir hier erst einmal weiterzukommen, indem wir dieses Rätsel lösen. Und hier ist eine wunderschöne Statue von der Sonnenkönigin von Himiko. Aber ansonsten ist hier nicht so. Und jetzt nehmen wir den Seilpfeil und ja, das Rätsel ist jetzt nicht so schwierig. Es ist relativ eindeutig, was wir machen müssen. Und dann gehen wir hier lang und hier ist offensichtlich alles eingestürzt. Na super. Und ich höre schon wieder Gegner. Ah, aber erst einmal sind wir an einem Lager. Cool. Dann müssen wir mal schauen, was wir jetzt hier für Upgrades vornehmen. Wir können ja für die Schrotflinte, eigentlich nur für die Schrotflinte was upgraden, weil für die Pistole das Upgrade fand ich jetzt nicht so gut. Das war dieses mit diesem Salvenmodus. Was machen wir denn hier? Taktrate, Rückstoß verringern. Höhere Schussfrequenz ist geil. Gut, das nehmen wir mal. Polierter Bolzen, alles klar. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Waffen nicht auch extrem anders aussehen. Das ist ein bisschen doof. So. Jetzt können wir hier, wird uns gezeigt, mit der Schrotflinte können wir hier das aufschießen. Und man kann auch mit den Zahlen durch die Waffen wechseln. Das habe ich hier gerade einmal ausprobiert. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht so oft machen und ich werde wahrscheinlich trotzdem mit dem Mausrad durchwechseln, einfach weil das so Gewohnheit ist bei mir. Und mit den Tasten, das kann ich mir auch nicht so gut merken. Und hier ist es schon wieder so windig. Na super. Oh, geil. Oh je, festhalten, Lara! Geil. So ein Abgrund, dass der kein Schiss hat. Und hier so eine mega lange Treppe. Die Treppe sieht auch sehr vertrauenerweckend aus. So, wir klettern jetzt hier erst einmal weiter. Bei diesen Sequenzen muss man meistens nicht ganz so viel machen, es sei denn, es kommt dann halt so ein Quicktime-Event. Aber ich finde, diese Sequenzen haben sie richtig, richtig geil animiert. Also muss man schon sagen, sehr detailreich, auch je weiter man sich bewegt, dass dann immer weiter was abfliegt und so. Das ist schon richtig, richtig cool. So, und jetzt müssen wir darum einmal ranspringen. Hopp! Zack! Und uns wahrscheinlich festhalten. Nee, nee, das müssen wir gar nicht. Uns hat gespeichert. Schön. Jetzt müssen wir uns aber festhalten. Ja. Ihr seht's, je weiter wir hochklettern, desto mehr bricht das halt unter uns zusammen. Das ist schon ziemlich cool. So, ach, da oben müssen wir rein. Okay. Ich höre doch schon wieder Gegner. Ja, das war doch klar. Ach, und sie sehen uns natürlich direkt auch. Na super. Okay, nehmen wir den Bogen. Mit dem Bogen ist es ganz gut. Der Kerl sollte seinen Kopf nicht so rausgucken lassen, aber wir haben ihn nicht getroffen. Okay. Nehmen wir die Shotgun. Jetzt habe ich es doch mal gemacht mit den Tasten durchgewechselt. Oh, hier ist einer mit Schild. Scheiße. Okay. Shotgun OP. Ist ja eigentlich in jedem Spiel so. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Außer halt in Counter-Strike. Da ist die Shotgun nicht OP. Okay, erstmal nachladen und weg. Der ist jetzt zum Glück nicht so schnell, der Kerl mit dem Schild. Das Schild ist einfach sehr schwer. Ich brauche mir gar nicht weglaufen. Wir müssen einfach nur immer ausweichen und dann direkt mit der Shotgun ihm eine volle Ladung ins Gesicht geben und dann ist er auch direkt weg. So, dann schauen wir hier uns erstmal um. Rauben die alle aus, nehmen uns ihr Bergungsgut. Und dann müssen wir hier wohl wieder ein Rätsel lösen. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass hier nochmal Gegner kamen. Ach, den hatten wir schon. Okay. Ja, offensichtlich müssen wir da unten weiter. Dieses Ding hier. Der Weg hier raus war direkt unter Ihnen. Aufbrechen. Ist eigentlich ganz cool, wenn man sich mal nur so aufs Kommentieren so konzentrieren kann. Ach, Tatsache, da kommt noch einer. Und wir exekutieren ihn. Exekutieren ihn. Ja! Ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir jetzt wen exekutiert haben. Weil ich übersehe das immer. Also ich vergesse das dann immer und denke mir, ach nein, wir töten ihn jetzt lieber so, weil man müsste ja erstmal da hinlaufen. Und hier ist ein Windrätsel mal wieder. Aber Gegner sind hier keine mehr, ne? So, ist hier noch was? Vielleicht wieder ein Geocache? Nee, da ist keiner.
So, dann werden wir mal schauen, dass wir hier dieses Rätsel lösen. So, machen wir erstmal hier auf. Okay, und den Bogen ausgewählt. So, Lara, beweg dich. So. Und ziehen! Zack. Und wir haben den einen Holzbalken kaputt gemacht. Und offenbar auch irgendwie die komplette Wand ist hier gerade eingestürzt. Geil! Super. Ich muss mal gerade... Ich glaube, ich bin ein bisschen laut. So, und dann hier nochmal dran ziehen. Ach nee, wir müssen ja erst... Ach, die andere Seite zumachen, sonst fliegt es ja gar nicht in die richtige Richtung gegen den zweiten Balken. So, dann hier nochmal zu. Gut, das Rätsel war jetzt ja nicht so kompliziert. So, und dann jetzt aber nochmal. So, ein bisschen Schwung geben. Bam, gegen den... Oh, da kommt doch wer. Hä? Was? Da kommen welche. Dreh ich jetzt schnell auf? Nee, wir machen die erst kaputt. Mit dem MG gehen die doch gut. Ach, guck mal, der lebt ja noch. Oh, mit was wirft der denn? Na toll. Wir sollten vielleicht... Oh Gott. Ja, Shotgun nehmen. Schnell gewechselt auf die Shotgun. Die wäre vielleicht besser... Ach, guck mal, da kommen ja noch welche. Ist nicht getroffen. Aber Shotgun ist wirklich okay. Und ich muss sagen, bisher hatten wir noch nicht so krasse Munitionsprobleme. So. Na, offenbar stürzt jetzt das Haus zusammen. Ich meine, gut, wir haben auch die zwei krassesten Stützbalken gerade kaputt gemacht. Ist ja irgendwie logisch, ne? Also müssen wir jetzt nochmal das andere Ding da aufdrehen, damit wir da die Glocke runterhauen können. Und dann hier verschwinden. So. Uiuiui, der Wind, ey, dass wir hier nicht wegfliegen. Oh. Auf geht's. Los. Boom. Boom. Na gut. Oh Gott. Oh je. Ah! Okay. Immerhin sind wir jetzt hier erstmal sicher, oder? Huch, da klemmte gerade ein Holzteil bei uns dran. Oh fuck! Renn, Lara! Irgendwie keucht sie auf einmal mega laut. Was ist denn jetzt kaputt? Kleiner Bug. Das ist das erste Mal, dass die Stimme lauter ist als die sonstigen Sounds. An sich ja nicht schlimm, aber in dem Fall gerade ein bisschen übertrieben. Ah, jetzt wieder normal. Okay. Alter, 100 Millionen Knochenbrüche, ne? Okay. Wir können jetzt mit der Shotgun diese Dinger da immer kaputt schießen. Und so den Weg öffnen. Und dann... mehr oder weniger gefahrlos hier heruntergleiten. Und wir sind wieder im Wasser. Wenigstens sind wir jetzt wieder ein bisschen sauberer, ne? Weil, naja... ein bisschen Dreck und Blut und so klebt ja schon an uns. Können wir uns ein bisschen waschen. Puh. Erstmal ausruhen. Ist ja auch krass, was einem da so passiert auf so einer Insel. Hallo? Hallo? Oh, Sam. Bei dir? Nein, ich habe das Funkgerät einer Wache gestohlen. Eine Wache? Ich wurde entführt. Was? Wo bist du? Ich weiß nicht. In einem japanischen Palast. Sie reden immer über ein Feuerritual. Lara, ich habe eine Scheißangst. Scheiße, da kommt jemand. Sie dürfen nicht sehen. Sam! Oh, shit. Bist du da? Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komme zu dir. Und wir gehen zusammen rein. Das muss man halt echt mal bemängeln, den Sound von dem Spiel, dass sie das irgendwie nicht gebacken kriegen, dass der mal richtig ist, dass man die Sprache verstehen kann und der Rest nicht lauter ist.
Ich meine, man kann es ja nicht unabhängig voneinander einstellen, das ist halt nervig. Oh, ein Tagebuch von Lara mal wieder. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße, hör dir mal selber zu, Lara. Du klingst wie Dad. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie Dad. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Okay, wir haben einen neuen Fähigkeitenpunkt. Muss mal gucken, wo wir den rein. Ich würde da sagen, eigentlich in die Kämpfer-Upgrades. Aber wir müssen erstmal schauen, was wir haben. Mit der Kletteraxt tödlichen Hieb. Mit dem Pfeil ins Knie und Todesstoß. Ach, das ist Pfeile rausziehen. Bessere Kletterkünste, das können wir noch nicht haben. Ist irgendwie alles nicht so pralle, was wir hier machen können. Und hier größere Belohnung, wenn wir mit Finesse handeln. Und mehr Zeit, um Bogen zu zielen. Brauche ich auch nicht so richtig. Aber ich dachte... Nee, das haben wir auf jeden Fall noch nicht gemacht, mit den Pfeilen rausziehen. Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind auf ihrer Karte verzeichnet. Ist ja langweilig. Die will ich ja so finden. Ich glaube, das klingt ganz gut. Kletteraxt, einen tödlichen Hieb. Aber ich dachte, das kennen wir. Können wir? Das haben wir doch vorhin auch schon gemacht in dem Part. Seltsam. Naja, wird schon irgendwie... ein Unterschied sein, wenn man das extra upgraden muss. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir es eben schon gemacht haben. Gucken wir mal, was wir noch machen können. Ah, nichts, okay. Schade. Ja, ein Lara-Tagebuch war das. Gut, dann schauen wir mal. Hier ist nichts. Ich schaue immer mal, ob hier irgendwo ein Geocache ist oder so. Oh, das können wir anzünden. Toll. Was ist denn da drüben? Okay, da können wir mit dem Seil hin. Und hier ist noch so eine Buddha-Statue. Es ist ja keine Buddha-Statue, es ist ja eigentlich irgendwas anderes. Aber es ist... Ach, guck mal, 8 von 10. Wo sind denn die anderen zwei? Wie viele es hier gibt und wie weit die verteilt sind. Ich dachte, wir wären schon längst aus dem Gebiet raus, wo es die gibt. So, dann nehmen wir mal den Pfeil und schießen ihn hier rüber. Und hangeln uns entlang. Ey, dass Lara keine wunden und schwieligen Hände hat, ne? Die macht das ja hier total locker leicht. So, was haben wir denn hier? Ist hier überhaupt irgendwas? Huch, ich höre welche. Ach, da drüben. Guck mal, da unten sind welche. Können wir die von hier ausschalten? Ach, hier liegt noch was. Ach, wieder ein Geocache. Mensch, ich sehe die auch immer nur wirklich, wenn ich gerade draufstehe. Da sind Gegner. Ich würde die ja echt gerne mit dem Bogen ausschalten. Komm, das machen wir mal. Ein paar Headshots. Beweg dich nicht. Oh, scheiße, mit dem Seil. Ach, ich mache auch immer mit dem Seil das. Ich bin so doof. Oh, den da hinten, der hat irgendwas, was er nach mir werfen will. Dober Kerl. Lass den Kopf da nicht rausgucken. So, ein Kopfschuss. Ja, das war doof. Ich drücke irgendwie, ganz oft passiert mir das, dass ich aus Versehen die mittlere Maustaste drücke, wenn ich nach denen schieße. Total dämlich eigentlich, weil, ich meine, was soll denn das? Naja. Wir haben es ja trotzdem geschafft, obwohl ich den ersten Schuss quasi verkackt habe. Hier ist noch so eine Statue zum Anzünden. Wo ist die letzte? Ich glaube, die letzte habe ich gesagt, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Sonst hätten wir wahrscheinlich sogar wirklich alle gefunden. Naja. Was hängt da? Ach, lol. Ich dachte erst, das wären irgendwelche Skelette oder so. Aber das ist ja ein weiteres Rätsel. Können wir das schon... Und wieder ein Geocache, Wahnsinn. 15 Stück, ey. Ach, hier ist noch Bergungsgut. Es ist echt praktisch, dass wir jetzt diesen Feuerstahl haben und hier einfach alles anzünden können. So, nun. Wo ist hier? Ne, hier geht's wieder zurück an den Anfang, ne? Ja. Dann gucken wir doch mal, ob wir dieses Rätsel lösen können. Und... Ach, da drüben gibt es noch eine Truhe. Eine Truhe, schön.
Vor allem so eine dicke Truhe, das ist cool. Oh, Waffenmodifizierung verfügbar. Das heißt, wir haben genug Bergungsgut, um was so abzugraden. So, siehst du, dann kommen wir hier jetzt so auch dran und können dann da das Bergungsgut holen. Eigentlich voll der Aufwand, den wir jetzt hier betreiben. Naja, machen wir mal. Das ist einfach so Gewohnheit mit dem Seitenpfeil, finde ich. So, das erste hätten wir. Dann jetzt hier auf. Komm. Zack. Hallo? Schwingst du mal nicht so doof? Ich hab doch gar nicht nach da. Oh. Halt mal still. Halt still. So. Komm zu mir. Hier. Hallo? Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Hallo? Ich stehe doch eigentlich genau in der Richtung. Klingt das irgendwie schief oder ist das blöd programmiert? Oder bin ich einfach nur doof? Komm jetzt. Hallo, das war doch schon genau in der Nähe. Das schwingt total schräg. Das schwingt voll nach rechts rüber. Und es ist voll doof im Flug, das zu treffen. Auf jetzt. Brennt's jetzt mal? Das hat es doch schon 5-mal angezündet. Hm. Hallo. Auf. Jetzt, komm. Zack. Hallo? Oh. 5 Jahre später. Ich glaube, das will nicht. Hm. Ich weiß auch nicht, in welchem... Guck mal, das hängt da irgendwie schräg. Aber ich weiß nicht, in welchem Winkel ich mich jetzt hier hinstellen muss. Ich stelle mich einfach mal hier hin. So. Probieren wir das jetzt nochmal. Ach, guck an. Jetzt geht's. Hm. Ich hab nicht das Gefühl, dass ich jetzt groß was anders gemacht habe. Aber naja. Jetzt haben wir es wenigstens. Achso, hier geht's nur zurück. Ich will hier natürlich schauen, was hier alles noch so ist. Da oben war noch irgendwas mit einem Seil. Hm, seltsam. Na, sonst sehe ich jetzt hier auch nichts. Doch, da oben. Hm. Wird sich vielleicht noch zeigen, ob wir da noch hinkommen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal zu denen, wo wir schon alle umgebracht haben. Es ist aber gut, dass wir die schon alle getötet haben. Aber ich denke, das machen wir erst im nächsten Part und deshalb verabschiede ich mich jetzt und sage ciao Leute und bis zum nächsten Mal.